Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Mein Name ist Anne, ich bin vegane Ernährungsberaterin und auf meinem Kanal findet ihr alles rund um ein veganes, gesundes und bewusstes Leben. Im heutigen Video möchte ich euch 8 Hacks oder Tipps mit an die Hand geben, die euch dabei helfen werden, sowohl vegan als auch gesund, aber auch preiswert einzukaufen. Und los geht's! Viele denken ja, dass eine vegane Ernährung oder eine gesunde Ernährung zwangsläufig sehr teuer sein muss. Das ist aber auf jeden Fall nicht der Fall. Ich muss vorweg sagen, teuer ist natürlich immer eine subjektive Sache und für den einen ist teuer schon so, wie wir einkaufen. Wir bezahlen ca. 400 bis 500 Euro im Monat für Lebensmittel für 2 Personen. Ich muss aber andererseits auch sagen, dass wenn man sehr bedacht einkaufen geht und man könnte die Kosten sicher noch weiter runterschrauben, da wir aber teilweise auch Bioprodukte kaufen, ja, wird es dann doch manchmal etwas teurer. Aber es geht noch günstiger und das kann ich euch auf jeden Fall aus Erfahrung sagen, denn wir sind auch schon mit weniger Geld pro Monat ausgekommen. Dabei solltet ihr aber auf jeden Fall einige Dinge beachten und die werde ich euch jetzt vorstellen. Tipp 1. Niemals ohne Einkaufsliste einkaufen gehen. Macht euch vorher eine Liste, guckt in eure Schränke, was habt ihr noch da, was braucht ihr auf jeden Fall und überlegt gegebenenfalls schon, was wollt ihr die Woche essen und macht euch dann einen Plan, um dann gezielt einkaufen zu gehen. Denn wenn ihr einfach so in den Laden lauft, dann ist auf jeden Fall vorprogrammiert, gerade wenn ihr Hunger habt, dass ihr einfach alles mitnehmt, was dort ist und ihr nicht mehr wisst, hatte ich das jetzt noch zu Hause oder nicht. Und so lauft ihr halt Gefahr, viel zu viel einzukaufen, Dinge auch zu kaufen, die dann eventuell schnell verderben und ihr wegschmeißen müsstet, was weder gut für die Umwelt ist, noch gut für euren Geldbeutel. Also, Einkaufsliste schreiben, das A und O. Der zweite Tipp ist auf jeden Fall, größere Packungen zu kaufen. Von Dingen, wo ihr wisst, dass ihr auf jeden Fall viel davon braucht, also Grundnahrungsmittel oder so, die könnt ihr auf jeden Fall in größeren Packungen kaufen. Das gilt für Haferflocken beispielsweise oder irgendwelche anderen Nudelpackungen oder so, aber auch für Konserven. Wenn ihr wisst, dass ihr zum Beispiel ein Rezept macht, wo ihr mit Kichererbsen was backt und danach macht ihr noch einen Kichererbsensalat, dann könnt ihr natürlich eher eine große Dose kaufen als 2 kleine, denn die sind aufs Kilogramm gesehen günstiger. Wo wir direkt zum Tipp Nummer 3 kommen, achtet auf den Kilogrammpreis. Es scheint manchmal, als ob ein Produkt eventuell günstiger ist als das andere, aber es steht meistens, also in fast 99,8% der Fällen auf dem Zettel im Laden der Kilogrammpreis drauf. Und nur die solltet ihr als Referenzwert nehmen, um Preise zu vergleichen. Alles andere macht keinen Sinn. Der nächste Tipp und somit Tipp Nummer 4, Staples, also Grundnahrungsmittel im Discounter kaufen. Ich mache es mal so, ich gehe erst einmal zum Discounter, kaufe dort alle Dinge ein, die ich dort finde, also auch teilweise Obst und Gemüse, wenn es mich dort anspricht. Ich kaufe meistens in Bioqualität ein, aber nicht immer. Aber auch das ist beim Discounter teilweise günstiger. Und was ich dort nicht finde, was es dort nicht gibt, alles andere kaufe ich dann im anderen Supermarkt oder wiederum in anderen Läden. Denn so, wenn ihr jetzt von vornherein in den Supermarkt lauft und dort alles kauft, dann kauft ihr auch teilweise wieder Markenprodukte, die wiederum teurer sind. Und so, ja, läppert sich das. Tipp Nummer 5 und ein absoluter Gamechanger meiner Meinung nach ist, spezielle Lebensmittel, gerade was Nussmus oder so angeht, online bestellen oder im Drogeriemarkt kaufen oder aber im türkischen Supermarkt. Also ich habe mittlerweile so ein paar Ecken, wo ich weiß, okay, da kriege ich zum Beispiel Sesammus günstig, das wäre der türkische Supermarkt, oder Datteln kriegt man dort auch sehr günstig. Andere Dinge bekommt man im Internet sehr günstig, beispielsweise bei der Koro-Drogerie oder in anderen Online-Lebensmittelläden, gerade so Staple Foods in größeren Packungen, die es auch nicht unbedingt immer im Supermarkt gibt unbedingt. Nehmen wir mal das Beispiel Kakao-Nips. Die gibt es mit Sicherheit auch beim Edeka, beim Rewe und Co. Wenn ihr aber dort eh wisst, dass ihr die auf jeden Fall braucht zu Hause, dann gebe ich euch den Tipp, schaut da wirklich online, denn dort gibt es die Dinge meistens in großen Packungen, also Bulk, Koro-Drogerie fällt mir jetzt auf Anhieb ein, die beiden. Und dort sind die Dinge meistens günstiger. Da könnt ihr auch immer noch Rabattcodes im Internet finden. Und somit habt ihr dann auf jeden Fall auf lange Sicht viel Geld gespart. Auch wenn ihr vielleicht meint, okay, kommen die 3-4 Euro, die nehme ich jetzt noch mit. Wenn ihr aber dafür nur so eine pupskleine Portion habt und im Endeffekt dann immer wieder neu kauft, dann seid ihr besser beraten, wenn ihr einmal ein Kilogramm im Internet bestellt. Und das hält dann die nächsten Monate auf jeden Fall.
Tipp Nummer 6, besinnt euch aufs Wesentliche. Es gibt so viele unendliche Superfoods mittlerweile dort draußen. Im Endeffekt ist es aber am wichtigsten, wenn ihr gesunde Nahrungsmittel zu Hause habt, die ihr einfach überall benutzen könnt. Also für süße und herzhafte Speisen und einfach so Allround-Produkte. Das heißt, es gibt natürlich super tolle Produkte, sei es Goji-Beeren, Chiasamen, was es nicht alles gibt, Matcha-Maca, schieß mich tot. Aber wenn ihr das eh fast nie benutzt und wenn euer, ja, oder wenn ihr eh oft knapp bei Kasse seid, dann würde ich euch raten, kauft sowas gar nicht erst, denn im Endeffekt wird es oft schlecht, denn man benutzt es dann doch nicht so oft, wie man meint oder wie man dachte. Und eine gesunde Ernährung geht auch mit regionalen Lebensmitteln, mit heimischen Lebensmitteln aus Deutschland oder Europa. Da braucht es nicht immer die glitzernde Frucht aus Südafrika sein. Und wenn ihr das beachtet und so wenig Superfoods wie möglich kauft und einfach schaut, okay, was bringt mir denn bestimmte Mineralstoffe? Und das kann halt auch, wie gesagt, einfach Haferflocken sein, wo Mineralstoffe drin sind, die super wichtig sind für euch. Dann braucht es, wie gesagt, nicht das XYZ-Pulver für 1 Million Dollar. Und trotzdem, wenn ihr natürlich ein Lieblingsprodukt habt, ich habe auch so meine Produkte, die ich gerne esse, wo ich aber weiß, die benutze ich auf jeden Fall, dann bestellt euch die gerne, aber wie gesagt, nicht zu viel, denn einerseits, ich bin immer so jemand, also so ein Fan von Minimalismus und je voller die Schränke, desto chaotischer ist irgendwie das restliche Leben auch, finde ich. Der 7. Tipp. Unverarbeitete Lebensmittel kaufen. Ja, ich sage es eigentlich immer. Unverarbeitete Lebensmittel sind in der Regel günstig, sind vielseitig einsetzbar, sind gesund und somit habt ihr einfach den Grundstock für eine gesunde Ernährung. Und wie ich ja eben schon sagte, wenn ihr die Staples meistens im Discounter beispielsweise einkauft, dann habt ihr da auch schon wieder Geld gespart und unverarbeitete Lebensmittel sind einfach das Beste, was ihr eurem Körper und eurem Geldbeutel tun könnt. Ja, der 8. und letzte Tipp, wie sollte es anders sein, kommt auf jeden Fall von mir. Backt und kocht selber. Kauft so wenig Süßigkeiten wie nur möglich oder fertige Produkte. Man kann so schnell einfache Dinge zubereiten, die wirklich nicht lange dauern, aufwendig sind oder viele Zutaten benötigen. Meine Rezepte, die ihr auf meinem Kanal findet, sind das beste Beispiel dafür. Schaut auch gerne mal auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Dort findet ihr noch mehr Rezepte. Und wenn ihr all diese Tipps beachtet, dann bin ich sicher, könnt ihr den ein oder anderen Euro einsparen. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was eure ultimativen Spartipps sind für eine vegane und gesunde Ernährung und ob euch der ein oder andere Tipp vielleicht auch geholfen hat. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Lasst mir auf jeden Fall ein Abo da und einen Daumen nach oben, falls euch das Video gefallen hat. Und dann wünsche ich euch eine tolle Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao!